Ist Paul da? Pauls Lehrerin? Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin nur hier, weil ich Paul besuchen wollte. Und Sie sind? Entschuldigung, Susanne Brandner, ich bin seine Mutter. Hallo. Ist er denn zu Hause? Ich weiß es nicht, aber ich kann gerne nachsehen. Eine Frage, Frau Siebert. Kommen Sie eigentlich bei all Ihren Schülern persönlich vorbei, um nach ihnen zu sehen? Nicht unbedingt. Aber Paul ist jetzt seit mehreren Wochen mein Schüler und bisher habe ich ihn kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Oben ist er nicht. Dann habe ich leider auch keine Ahnung, wo Paul steckt. Das Gefühl kenne ich. Kommen Sie erstmal rein. Gerne. Möchten Sie was trinken? Wenn Sie ein Wasser hätten. Nehmen Sie Platz, bitte. Was ist denn hier los? Und jetzt noch mal von vorne. Sie sind also Pauls neue Lehrerin. In Französisch, genau. Ich bin von Hamburg hierher versetzt worden und habe seinen Kurs übernommen. Und Sie haben Paul in diesem Schuljahr kein einziges Mal in Ihrem Kurs angetroffen? Nicht einmal. Er macht sich jeden Morgen auf den Weg und aufgefallen ist mir auch nichts. In den anderen Fächern ist er auch regelmäßig anwesend, wie ich jetzt erfahren habe. Nur bei mir fehlt er immer. Ständig heißt es, er ist krank, er ist entschuldigt. Ich verstehe das nicht. Ich kläre das, sobald ich ihn sehe. Das kann ich nur hoffen, Frau Brandner, denn wenn Paul nicht bald im Unterricht erscheint, muss ich die Schulleitung einschalten. Hallo. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Was war das gerade? Paul schwänzt die Schule? Auf jeden Fall den Französischunterricht. Erst bleibt Lisa fast sitzen und jetzt das. So kenne ich Paul gar nicht. In seinem Alter macht man eben ab und zu mal blau. Aber doch nicht seit Wochen. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Ich kriege auch gar nichts mehr mit. Wer weiß, mit wem er tagsüber so rumhängt. Für sein Verhalten gibt es bestimmt eine ganz simple Erklärung. Ich glaube, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was die modischen Verwirrungen deiner Generation betrifft. Normalerweise laufe ich auch nicht so rum, aber ach, eine ganz blöde Geschichte. Ja, ich sage Konstantin, dass du da bist. Danke. Danke, Frau Kepler. Ich bin schon da. Bei der Frau kriege ich irgendwie immer Gänsehaut. Ich weiß, dass du auf ältere Frauen stehst. Aber Frau Kepler? Haha. Sag mal, wer hat dir eigentlich schon wieder die Kleider vom Leib gerissen? Anne? Als du ihr erzählt hast, dass du ihr Schüler bist? Nein, es war viel schlimmer. Anne ist bei uns zu Hause aufgetaucht und Susanne direkt in die Arme gelaufen. Ich konnte soeben noch aus dem Fenster springen. Beleg doch mal einen Kurs. Wie beam ich mich am schnellsten weg? Du bist echt ein toller Freund. Ich musste den ganzen Weg zu Fuß hierher laufen, mich anpöbeln lassen. Und dann hat mir noch ein Typ hinterher gepfiffen. Und was erwartest du von mir? Ein bisschen Mitleid. Nee, Paul. Das kannst du dir stecken. Seit Wochen verarschst du die Frau, auf die du stehst. Ist doch wohl klar, dass es irgendwann nach hinten losgeht, oder? Ich verarsche Anne nicht. Ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt, um ihr die Wahrheit zu sagen. Und wann ist der? Wenn sie ihren Job verloren hat, weil sie sich auf einen Schüler eingelassen hat? Ich bin gleich mit ein paar Jungs im Blue Eyes verabredet. Meinst du, deine Schwester kommt auch? Glaube ich eher nicht. Hat sie was gesagt? Nur wenig. Und das willst du ganz bestimmt nicht hören. Ich bin ja auch selbst schuld. Mann, ich weiß doch auch, dass ich Mist gebaut habe. Aber Lisa gibt mir nicht mal die Chance, es irgendwie wieder gut zu machen. Konstantin von Lahnstein? Hallo Konstantin, Susanne hier. Susanne? Hör mal, ich kann Paul nicht erreichen, weil er sein Handy zu Hause vergessen hat. Ist er vielleicht bei dir? Paul? Nee, Paul ist nicht hier. Soll ich ihm irgendwas ausrichten, wenn ich ihn sehe? Ja, sag ihm bitte... Ach nein, lass. Ich sehe ihn sowieso, wenn er nach Hause kommt. Aber danke. Bis dann. Tschüss. Ich soll dir ausrichten, dass du dich nie wieder zu Hause blicken lassen sollst. Und dass sie dich einen Kopf kürzer macht, falls doch. Oh, ich dachte schon. Mist, ich muss Susanne irgendwie hinhalten.
Willst du dich jetzt auch noch vor Susanne verstecken? Paul, hör endlich auf mit dem Schwachsinn. Anne hat sich gerade in mich verliebt. Da bin ich mir sicher. Und wenn ich ihr jetzt sage, dass ich Schüler bin, dann... Dann wird sie dich bestimmt nicht direkt heiraten. Aber sie weiß endlich, woran sie ist. Also, was ist jetzt? Ja, ich muss es ihr sagen. Und hoffen, dass sie mich nicht direkt in die Wüste schickt. Mann, jetzt stell dich nicht so an. Du klopfst jetzt einfach und sagst ihr die Wahrheit. Hallo Anne, ich bin dein Schüler. Hallo Anne, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber... Paul! Hallo Anne! Oh nein, wir waren verabredet, oder? Tut mir leid. Hab ich total vergessen, aber ich muss mich auch mit dem Schüler rumschlagen. Du misshandelst Schutzbefohlen, ne? Dazu müsste ich ihn erst mal finden. Der lässt sich nämlich nie in meinem Unterricht blicken. Aha. Übrigens heißt er auch Paul. Davon gibt's ja mittlerweile viel zu viele. Und da musste ich wieder in die Schule eine Französischklausur vorbereiten und danach eine Lehrerkonferenz. Und jetzt bin ich hier und habe mir einen gemütlichen Feierabend mit dir verdient. Wir waren nicht verabredet, Anne. Nein? Nein, aber ich muss trotzdem mit dir reden. Was musst du mir denn so Dringendes sagen? Eigentlich wollte ich schon längst mit dir drüber reden, aber das ist gar nicht so einfach. Ich hole uns erstmal was zu trinken, dann fällt es dir vielleicht leichter. Nein, nein, bitte, bitte. Dann schieß mal los. Also wie gesagt, eigentlich wollte ich es dir schon lange sagen. Aber ich hatte Angst, dass du dann nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Anne, ich bin dein... Du bist so süß. Was? Ich weiß doch, was du mir sagen willst. Nein, weißt du nicht? Doch. Aber das musst du gar nicht. Und du musst mir auch nicht mehr den coolen Typen vorspielen. Anne, es ist wirklich wichtig. Aber ich weiß doch schon längst, dass du dich in mich verliebt hast. Wir dürfen das nicht, Anne. Was? Was dürfen wir nicht? Wir sollen es verbieten. Du willst nicht mit mir schlafen. Doch, doch, natürlich. Oh Mann, du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich das will. Also, schalt endlich deinen Kopf ab. Und bleib heute Nacht bei mir.